Ja, herzlich willkommen. Hört ihr mich? Das ist sehr ungewohnt, aber ich werde mich dran gewöhnen. Ich bin Niklas Rohrwacher, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Berlin und ich bin einer der Gründer der Factory Berlin. Und die Factory ist inzwischen der größte Startup-Campus, Startup-Community in Deutschland. Wir haben fast 2000 Startups in unserer Community, wie Soundcloud, wie Twitter, wie Uber. Und die Idee der Factory ist, Gründern dabei zu helfen, zu gründen. Und ich möchte euch eigentlich heute erzählen, warum wir das machen, was wir machen, was uns antreibt und wohin so die Reise der Factory geht. Und ich möchte euch erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir, also ich, Niklas, zusammen mit meinen Partnern Philipp, Jeremias, Lukas, ihr lernt sie kennen, ich habe ein paar Kinderbilder mitgebracht, warum wir das eigentlich machen, was wir machen und wie wir überhaupt Unternehmer geworden sind. Und die Reise ging eigentlich los im Jahr 2007. Ich habe damals noch Schauspiel studiert und war ein paar Jahre am Theater und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, weil ich eben auf Bühnen stehen konnte, so wie jetzt, aber weil ich mich auch in Figuren reinversetzen konnte und weil ich mir Dinge ausdenken konnte. Und neben dem Schauspiel, das habe ich so ein, zwei Jahre dann auch aktiv gemacht am Theater, hatte ich aber auch noch eine andere Leidenschaft und das war, ich wollte immer Unternehmer sein. Ich wollte immer mit meinen besten Freunden, das sind sie, Lukas, Jeremias und Philipp, zusammen was gründen. Philipp ist der zweite von rechts, der hat Kommunikation studiert. Jeremias ist der ganz rechts, der hat Jura studiert. Ich hatte Schauspiel studiert und Lukas, der hatte Marketing studiert. Und es klingt wahrscheinlich wie ein schlechter Witz, dass genau diese vier Leute sich überlegen, wir wollen irgendwann mal ein Unternehmen gründen. Und wir hatten das auch uns eine ganze Weile vorgenommen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, während des Studiums, wir reden jetzt nicht nur, sondern wir machen das jetzt auch. Und wir haben uns dann irgendwann gesagt, am 1. Mai 2012, da treffen wir vier uns und wir gründen dann zusammen was. Wir wussten nicht was, wir wussten einfach nur, wir wollen irgendwas gründen. Und wir haben uns dann einen Monat zurückgezogen aufs Land. Wir waren in Uelzen, das ist irgendwie auf dem, weiß nicht, wer das kennt, das ist bei Hannover, völlig im Nichts und haben 30 verschiedene Ideen entwickelt. Und standen dann am Ende auf dem Whiteboard und am Ende ist eine Idee übrig geblieben, die hieß Mentor. Und Mentor, das war der Tag, an dem wir ins Büro gezogen sind, hat eigentlich Leuten dabei geholfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Also es war eine App, wo man reingehen konnte und ich möchte eine Sprache lernen, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr lesen. Und die App hat dir dabei geholfen, indem die App mit Gleichgesinnten zusammengebracht hat. Und warum erzähle ich euch das? Weil genau das waren eigentlich unsere ersten Schritte in der ganzen Startup-Welt. Wir hatten keine Investoren, wir kannten keine Startups, wir hatten keine Mentoren, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir da eigentlich machen. Und alle Sachen, die wir gemacht haben, haben wir jeden Tag zum allerersten Mal gemacht. Und ein Jahr später kam Mentor dann in den App Store und wurde gelauncht und das war nicht der Andrang unseres Launches, sondern wir hatten das gemeinsam gekoppelt. Der Kanzlerkandidat Per Steinbrück wollte eine Startup-Tour machen und wir hatten ihn eingeladen und wir hatten dann das sozusagen an unser Launch-Datum gekoppelt und hatten dann ein bisschen PR und das war sehr gut für den Start und wir hatten danach ein paar Monaten 70.000 Nutzer und es lief eigentlich ganz gut. Und drei Monate später war für uns erstmal eigentlich fast alles vorbei, weil wir standen mit einem Fuß in der Insolvenz. Wir hatten zwar 70.000 Nutzer, aber wir hatten kein Geld, weil wir hatten keine Investoren mehr gefunden. Wir waren eigentlich zum Sterben zu groß, aber zum Leben viel zu klein, weil um eine App so frühphasig so groß zu finanzieren, dass die dann wirklich ein paar Millionen Funding kriegt, hätten wir viel mehr Nutzer gebraucht. Und wir wussten nicht so richtig, was wir machen, weil wir hatten das zum ersten Mal gemacht, wir hatten irgendwie 10 Entwickler draußen sitzen in unserem Büro und ja, wir brauchten Geld. Wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir gesagt haben, okay, da müssen wir, wenn wir keins von Investoren kriegen, dann müssen wir das Geld wahrscheinlich selbst verdienen und dann haben wir eine Agentur gegründet, die Midnight Digital. Und wir haben dann Apps entwickelt für Unternehmen und Marketingstrategien und Webseiten. Und es lief dann überraschend gut dafür, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben und sind dann auch gut gewachsen und haben dann die Firma zwei Jahre später verkauft. Und parallel hat einer unserer allerersten Investoren von Mentor, jetzt spanne ich den Bogen zurück, Udo, dieses Gebäude gekauft. Und dieses Gebäude ist eine alte Brauerei in Berlin
Und er hatte die Vision, dass man aus diesem Gebäude, das war auch eine Zeit lang Rudis Resterampe, ihr seht das ganz rechts, den größten Startup-Campus Europas baut. Und wir haben uns das angeguckt und haben auch genickt und meinen, ja, okay, wir wussten schon immer, du bist verrückt und das weiß nicht, wie du es vorstellst, aber klar, wir machen mit, wir haben Lust darauf, wir haben mit Mentor hat nicht geklappt, Midnight hat geklappt, vielleicht klappt ja das nächste auch oder nicht, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Und wir haben das dann gemacht und ein paar Jahre später sah dann die Factory dann so aus. Und die Factory sollte, und das war die Vision am Anfang, ein Ort sein für Gründer, ein Ort für Startups, ein Ort, wo man hingehen kann, wenn man eine Idee hat und andere Gründer trifft, um sich eben dabei zu helfen. Und wir hatten das große Glück, dass SoundCloud war unser allererster Mieter. Und mit SoundCloud kamen dann viele weitere und eben Twitter zog dann ein und Pinterest. Und das war, um ehrlich zu sein, eigentlich eher Marketing für uns, weil das hat uns jetzt gar nicht so wahnsinnig viel geholfen auf der Community-Seite, sondern weil SoundCloud ist schon eine bestehende Firma, die haben schon 150 Angestellte, die haben einfach ihr eigenes kleines Ökosystem und haben extrem viel zu tun. Aber auf einer Marketing-Seite hat es extrem geholfen, weil viele andere Startups wollten eben nah an dieser Firma arbeiten. Und der Mann war auch da, der war zur Eröffnung da, Eric Schmidt, heutiger Chairman von Alphabet. Und über die Jahre hat sich die Factory dann zum größten Startup-Campus eben entwickelt. Vor einem Jahr war Emmanuel Macron da, als wir noch nicht wussten, dass er französischer Präsident wird. Wir hatten die Airbnb-Gründer da, den Uber-Gründer. Und das hat uns eigentlich vor allem geholfen, um eben in die Schlagzeilen zu kommen. Und 2015 im Sommer, wir hatten ziemlich viel Presse und jeder kannte die Factory, aber es gab ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Produkt, weil was wir gemacht haben war, wir haben Quadratmeter an Startups vermietet, also ein klassisches Coworking-Modell, so wie WeWork, so wie Mindspace, und das war auch okay und wir haben damit Geld verdient, aber es war jetzt nicht so, wir fanden das nie so sonderlich innovativ oder sonderlich kreativ, dass man jetzt ein Büro an ein Startup vermietet. Also ja, es ist cool, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht, es hat irgendwie den Gründern auch nicht wahnsinnig geholfen, weil es ist auch nur Fläche. Und wir haben uns dann gefragt, was ist denn eigentlich die Factory? Was für Bedürfnisse erfüllen wir eigentlich? Wie können wir eigentlich den Gründern, die da unten sitzen, am meisten helfen? Und dann haben wir beschlossen, okay, am besten wir schauen uns mal da draußen in der ganzen Welt ein bisschen um und wir schauen uns mal ein paar andere Konzepte an, was da draußen noch so passiert. Und so sind wir nach in Silicon Valley gereist, nach New York gereist, nach London gereist, nach Tel Aviv gereist und haben uns einfach mal umgehört. Und was dabei rauskam, war extrem spannend. Wir waren zum Beispiel im Googleplex und wir waren im Google Campus in London und wir haben uns viele verschiedene Hotelkonzepte angeguckt, neue Coworking-Konzepte. Wir haben uns viele Accelerator angeguckt. Da gibt es ja viele, viele verschiedene Modelle. Und eigentlich auf der Reise haben wir zwei Sachen gelernt. Zum ersten haben wir gelernt, krass, da draußen gibt es echt schon eine ganze Menge und manche sind schon viel, viel weiter und es ist extrem innovativ, was da draußen passiert. Und zum anderen haben wir gelernt, dass die klassische Schreibtischvermietung, die klassische Deskvermietung eigentlich nur Commodity ist. Das ist ein ganz normales, eine Ware, die man eben vermietet und das hat auch eigentlich jeder. Jeder von euch hat zu Hause einen Schreibtisch, das ist erstmal nichts Besonderes. Und wenn man 30 Schreibtische vermietet, dann sitzen 30 verschiedene Leute nebeneinander, aber da passiert jetzt erstmal noch nichts dabei. Und dann haben wir überlegt, wie können wir daraus eigentlich ein Produkt spinnen, wo wir Gründern helfen. Und wir haben noch ein bisschen rausgezoomt und geguckt, was passiert eigentlich da draußen gerade in der Welt. Und ich meine, darum geht es hier heute. Wir wissen alle, dass es in 15 bis 20 Jahren sicherlich die Welt, wie wir leben, wie wir arbeiten, eine ganz andere sein wird. Autonomes Fahren, Augmented Reality, Virtual Reality. Da passiert gerade eine ganze Menge. Und wenn man mal sich die Firmenbewertungen anschaut von amerikanischen Tech-Konzernen und von deutschen großen Unternehmen, da wird relativ schnell klar, was in Deutschland, in Amerika für eine unglaubliche Maschine zusammengebaut worden ist. Und Apple und Microsoft könnten über Nacht den kompletten deutschen DAX kaufen. Also die sind einfach unglaublich mächtig. Und wir haben uns dann vorgenommen, als wir auf der einen Seite gesehen haben, wir wollen nicht mehr dieses klassische Coworking machen, die klassische Bürovermietung,
Und auf der anderen Seite gibt es einen riesigen Markt, weil Deutschland auf der einen Seite mit gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen hinterherhinkt. Aber es gibt trotzdem 1500 Hidden Champions, 1500 Weltmarktführer in Deutschland mit vielen Angestellten, mit viel, viel Wissen, mit unfassbarer Erfahrung. Es ist ein Riesenpotenzial. Und wir wollten genau diesen Firmen eben dabei helfen, sich zu digitalisieren, indem wir diesen Leuten Zugang geben zu Startups, zu Ideen, zu potenziellen neuen Investments. Und das ist erstmal eine große Aufgabe und wir haben uns gefragt, okay, wie machen wir das eigentlich? Wie helfen wir? Wie können wir denen dabei helfen? Weil wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja auch viele tolle Beratungsfirmen da draußen, viele, die ähnliche Konzepte machen. Wir haben uns gefragt, wie ist unser Ansatz? Und unsere Antwort war ganz klar Menschen. Warum Menschen? Wenn man mal in das Jahr 1973 zurückschaut, da gab es einen Mann, der hieß Bill Fernandez. Und Bill Fernandez, der hatte einen Freund. Und der Freund, der hieß Steve Jobs. Und die waren spazieren. Und da meinte Bill Fernandez zu Steve Jobs, Mensch, hier um die Ecke, da wohnt ein Freund von mir, der heißt Steve Wozniak, den stelle ich dir mal vor. Es war irgendwie im Frühjahr und Steve Wozniak hat gerade sein Auto geputzt und die haben sich vorgestellt und und ein paar Jahre später haben sie dann eine Firma zusammen gegründet und heute heißt die Firma Apple. 1995, da hat Larry Page in Stanford eine Tour gemacht über den Stanford Campus. Und der Tourguide von ihm, der hieß Sergey Brin. Und ein paar Jahre später, die mochten sich am Anfang überhaupt nicht. Und ein paar Jahre später haben die beiden dann beschlossen, auch eine Firma zu gründen. Und die Firma, die heißt heute Google. 2007 gab es eine Weihnachtsfeier von Dan Rosenzweig im Silicon Valley. Es war einer so der High-Level-Executives dort. Und er hat eine Weihnachtsfeier gemacht, wo er eben Silicon Valley-Gründer eingeladen hat, unter anderem Mark Zuckerberg. Und Dan Rosenzweig meinte zu Mark Zuckerberg, schau mal da drüben an der Bar, da steht Sheryl Sandberg. Zuckerberg und Sheryl Sandberg kannten sich bis dato nicht. Du suchst da gerade einen COO. Die ist super erfahren, die hat es extrem raus, ihr sollt euch mal kennenlernen. Die beiden haben es dann an dem Abend über anderthalb Stunden unterhalten und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, ist dann Sheryl Sandberg bei Facebook eingestiegen. Warum bringe ich diese Beispiele? Diese Beispiele zeigen einfach nur, dass die größten Firmen der Welt, die höchst bewertetsten Firmen der Welt, die wurden gegründet, weil sich Menschen komplett zufällig irgendwo begegnet sind. Komplett zufällig. Und was wir in der Factory vorhaben, und das ist unsere große Vision, dass wir diese Zufälligkeit ein bisschen wahrscheinlicher machen. Dass wir das ein bisschen mehr steuern, dass wir die Leute kuratiert zusammenbringen, dass man in der Factory seinen Co-Founder findet, dass man in der Factory seinen Investor findet, dass man in der Factory einen Mittelstandspartner findet. Weil darum geht es uns. Und wir sind also ein Club für Startups und ich möchte euch nur ein kurzes Video zeigen, weil wir haben uns dann natürlich gefragt, als wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Menschen zusammenbringen, wir wollen nicht mehr klassische Quadratmetervermietung machen. Wie machen wir das und was ist eigentlich unsere Zielgruppe und was bewegt die? Und vor eben 2 Jahren hat eine Kollegin von mir, die Tabea, hat ein kleines Video über die Generation Y zusammengestellt. Das würde ich euch gern kurz zeigen, weil das eben ganz gut beschreibt. Ist heute, weiß das sicherlich schon jeder, aber damals war das auf jeden Fall was Neues. Hi, this is Adam. And I'm Natalie, and this is our life, the digital life of the Generation Y. One thing I really love, my laptop. My laptop is my life. Could I live without my smartphone? Never, not even while watching TV. I'm always connected, always on. Am I addicted? Yeah, maybe. Anyway, my friends and I love the freemium model because you don't have to pay anything, but only share your data. That's a good deal because at Exchange you get a great service for free. What really annoys us is when something is not working smoothly. We don't want to spend our time dealing with problems. To make us happy, an experience should be quick and easy. And convenient. And relevant. And real time. And connected. Yeah, that's it. We're always on the go and live a high-speed life. Flexibility is very important for us. Instead of long-term commitment, we prefer a life in beta. We're always waiting for the next update.
Genau, und Tabea hatte die Suite zusammengestellt und wir hatten uns dann in der Factory Produkt Unit dann natürlich auch zusammengesetzt und hatten uns eine ganze Weile überlegt eben, wie sieht denn jetzt eigentlich die ideale Factory, das ideale Clubmodell aus. Und das sah natürlich für uns, dann wurde relativ schnell klar so aus, indem wir flexibles Arbeiten extrem möglich machen. Dass man heute früh sagen kann, wir eröffnen jetzt Ende des Jahres die zweite Factory in Berlin, wir betreiben jetzt einen Standort und wir wollen einfach, dass man als Gründer früh aufsteht und sagen kann, okay, ich möchte heute aus Kreuzberg arbeiten, weil ich dort die meisten Termine habe, oder ich möchte morgen aus Mitte arbeiten, aus Berlin, weil ich dort die meisten Termine habe. Wir wollen natürlich auch, wie in dem Video beschrieben, dass alles, dass Technologie und Gebäude auch zusammengehen, dass die ganzen Türschlösser, die kompletten Check-ins, die kompletten Eventbuchungen auch alle über unsere Factory-Software funktionieren. Und, das ist das Allerwichtigste, wir wollen jeden Tag einen Vorschlag machen. Also ihr könnt euch das eigentlich vorstellen wie so eine Art Tinder für Business, dass ihr jeden Tag, ihr gebt sozusagen in der Factory, in der Software ein, was könnt ihr, wonach sucht ihr. Und jeden Tag bekommt ihr einen Vorschlag aus der Community. Übrigens, du suchst doch genau nach dem und dem Entwickler. Der ist übrigens heute Mittag in der Factory Kitchen. Ihr sollt euch mal treffen. Die Software hat euch einen Tisch 3 bestellt. Also jeden Tag wird man dann eben einander auch vorgestellt, um mit einem Ziel, um eben den Gründern und den Talenten und den Startups dabei zu helfen, ihre Startups erfolgreich aufzubauen. Und unsere Community besteht eben aus verschiedenen Stakeholdern. Also einerseits haben wir Gründer, wir haben Startups in den unterschiedlichsten Phasen. Wir arbeiten sehr viel mit Investoren zusammen, aber auch mit Beratern. Und hinter der Factory, wir sind jetzt eine Firma mit 50 Mitarbeitern und hinter der Factory stehen vor allem eigentlich Family Offices, also vor allem Privatinvestoren aus Deutschland. Also als Beispiel hat der Trivago-Gründer bei uns investiert oder eine Familie Fissmann, also große mittelständische Familien haben bei uns investiert. Warum? Weil wir wollten auch, dass eben auch auf der Investorenseite innerhalb der Factory auch ein möglichst diverses Feld, genauso wie auch in der Factory an Investoren eben stattfindet. Und natürlich im Idealfall auch Investoren, die selbst mittelständische Unternehmen gegründet haben und auch eben vorhaben, ihr Unternehmen weiter zu digitalisieren. Und das eine sind natürlich irgendwie die Logos und die Firmen, die nach außen für das Marketing gut aussehen. Aber der Hauptantrieb von dem Team von uns und von uns allen ist, sind die Menschen. Und deswegen fragen wir genau unsere Member jeden Tag, wonach sucht ihr und wie können wir euch helfen? Und wir haben jetzt ein paar tausend Member in der Factory und was die genau machen, das zeigt der Film. I think Factory is a very unique place in Europe. It's like a business club where startups, entrepreneurs and corporates come together. Well, being a member of the Factory to us means home. I met my co-founders here, first customers. For us, it's really home. I think in the Factory community space, you have a very interesting atmosphere where you're passing big corporate members and founders of companies on a daily basis. You get to know their face. You are seeing them most days. There is a large Slack community. There's a lot of events running. And these people come to be really people that you almost call friends. Actually, many partnerships happened through the fact that I went to an event and I actually met some interesting people and we started working together. Of course, we want to attract talent. People, like, we can always tell them what we're doing. But once we go with them to the factory and tell them you can also work here, they're like, wow, this is cool. We get invited to events where we're exposed to other investors, where we're exposed to customers, potential customers, where we're exposed to talented people who we might want to hire. We had the opportunity to be in Silicon Valley. Then we came back and it was clear to us as founders that if we want to make this a successful company, we need to be at Factory. Okay, ja, der Film ist ein bisschen marketingmäßig, ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, aber der beschreibt zumindest ganz schön, was die Member in der Factory alles machen. Weil, wie es eigentlich jetzt abläuft, ist so, dass
sich alle Startups in der Factory bewerben. Und pro Monat sind es ungefähr 250 verschiedene Startups und wir nehmen ca. 60% der Bewerber auf. Und wir fragen sie eben auch, wie ich gerade beschrieben habe, wonach sucht ihr und was wollt ihr auch in die Community einbringen? Und das könnt ihr euch eigentlich so vorstellen wie in einem Sportclub oder wie ein Studenten-Alumni-Netzwerk. Man hilft sich aus, weil man Teil von etwas ist. Wenn man eben als Beispiel irgendwie in München an der LMU studiert hat und da gibt es ja auch verschiedene Alumni-Netzwerke, da schreibt man sich auch viele Jahre später noch an oder hilft sich aus, weil man eben Teil von dieser LMU war und sich auch kennt und sich gemeinsam identifiziert. Und genau dieses Alumni-Mindset wollen wir auch in der Factory weiter ausbauen. Und wenn man dann dabei ist, können dann die Member eben aus der Factory natürlich heraus arbeiten, können Meetingräume buchen, können Sport machen. Es gibt ab und zu auch so wenig, also nicht inhaltliche Formate, wie ab und zu auch Jam-Sessions und Partys. Und man muss auch sagen, dafür ist natürlich auch Berlin bekannt. Deswegen haben wir uns auch viel mit Clubs und mit Ateliers und mit verschiedenen Künstlern auch zusammengetan und machen auch sehr, sehr viel Kunst auch in der Factory. Zum Beispiel diese Woche ging unsere neueste Vernissage los. Das Thema ist, glaube ich, What Happened to Your First Love? Könnt ihr ja auch mal nachdenken, ich habe auch, als ich das gehört habe, lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, ihr geht's gut. Und dann haben wir auch noch sehr, sehr viele Events. 280 an der Zahl im Jahr. Und die Events sind eigentlich für uns mit einer der wichtigsten Sachen, weil auf den Events dieser Wissensaustausch stattfindet. Es sind viele Konferenzen, es sind Workshops, es sind aber auch Fireside-Chats, wo wir bekannte Gründer einladen, die eben erzählen, wie sie das gemacht haben, welche Fehler sie gemacht haben, wie sie Dinge anders machen würden. Diese Events schaffen eigentlich nur eine Plattform für genau diesen Austausch, den wir eben anregen wollen. Und am Anfang muss man sagen, wir haben das immer so beschrieben, weil am Anfang gab es ja noch keine Community. Als wir damals dieses Modell umgestellt hatten, da gab es nur ein Büro und da gab es noch keinen Austausch zwischen den Leuten. Deswegen haben wir am Anfang immer noch so ein bisschen vorgetanzt. Also wir haben sozusagen Events gemacht, wo wir unsere eigenen Mitarbeiter hingegangen sind und eben den anderen Startups gezeigt haben, ja, okay, man kann das ja so und so machen. Und irgendwann fing aber die Member an, eigene Formate vorzuschlagen und haben selbst gesagt, Mensch, das Event war doch neulich, ich könnte doch auch so ein Event machen. Und jetzt inzwischen ist es so, dass wir die von den 300 Events im Jahr, ehrlich gesagt, nur noch so 70 selbst machen. Alles andere macht auch die Community selbst, weil wir sagen einfach, hier ist die Eventfläche, unser Event-Team hilft euch auch ein bisschen, ihr kriegt die Plattform und ihr könnt alles selbst organisieren. Und wir sind wirklich dann nur noch die Plattform und können uns dann auch ein bisschen zurückziehen. Und auch bei der kompletten Produktentwicklung, also was sozusagen in der Software drin sein soll, was für Events oder was für Leute wir einladen sollen oder was auch die Startups brauchen. Zum Beispiel bringen wir in 2 Wochen ein neues Produkt raus, die sogenannte VC-Membership, wo wir noch mehr Investoren und Business Angels in die Factory holen. Und das haben uns ehrlich gesagt alles unsere Startup selbst gesagt, weil wir haben gefragt, was wollt ihr? Und wenn 10 Leute das wollten, dann haben wir dann darüber nachgedacht, okay, das fiel jetzt erstaunlich oft und dann haben wir das entwickelt. Und so geht, glaube ich, natürlich im besten Fall jedes Startup vor. Bei uns hat es wirklich ziemlich gut funktioniert, weil die Leute auch immer sehr, ja, sehr offen waren und sich ausgetauscht haben. Und ich habe noch ein kleines Video mitgebracht, das letzte für heute. Das zeigt eigentlich nur ein Event, weil ich habe jetzt viel über Events gesprochen und ich wollte euch einfach nur noch mal kurz zeigen, wie denn so ein Event aussieht. Dieses Jahr ist Politik bei uns auch ganz, steht im Mittelpunkt, weil wir gesagt haben, auf der einen Seite haben wir eine riesen Community, eine Plattform, da müssen wir auch unbedingt Politik stattfinden lassen und wir laden die Spitzenkandidaten der Parteien ein. Frau Merkel und Herrn Schulz werden auch im Sommer zu uns kommen und vor ein paar Wochen war schon Herr Lindner da. Er ist ja, wenn es um Startups geht und um Gründung geht, immer einer der allerersten und es war auch gut, dass er da war und ich zeige euch mal das Video. We'll be right back.
Wohlstand in Deutschland basiert auf Industrien, die im Durchschnitt 100 Jahre alt sind. Fahrzeugbau, Maschinenbau, Chemie. Und entweder gelingt es, also die Substanz in die nächste Phase der wirtschaftlichen Entwicklung zu übertragen, oder Deutschlands Geschäftsmodell wird Freilichtmuseum mit angeschlossenem Altersheim. Okay, das war war vor ungefähr 6 Wochen. Und vor 2 Wochen haben wir die neue Version rausgebracht von Members, unserer Software. Und die kann jetzt schon eine ganze Menge, aber wird natürlich, entwickeln wir noch weiter. Und das große Ziel ist auf jeden Fall, dass wir, wenn wir dann Ende des Jahres die nächste Factory in Berlin aufmachen, dass dann auch die Software auch komplett mit der Immobilie interagiert. Aber das wird sicherlich auch noch ein paar Monate dauern. Also war auf jeden Fall ich habe jetzt so einen kleinen Sprung gemacht in die letzten 10 Jahre und ein bisschen gezeigt, wie das sozusagen bei uns losging. Und wir hatten auf jeden Fall verschiedenste Startup-Stationen. Aber was uns immer extrem angetrieben hat und woran ich auch total glaube, ist, dass man eben, wenn man die richtigen Firmen und die richtigen Menschen zusammenbringt, dass da extrem viel passieren kann. Und natürlich muss da jeder eine gewisse Offenheit mitbringen, aber deswegen haben wir auch dieses Clubmodell aufgebaut, um eben auch so gemeinsame Werte innerhalb dieses Clubs, innerhalb dieser Plattform eben auch zu leben. Und es klappt ehrlich gesagt ziemlich gut und ich bin auch sehr überrascht, was gerade in Deutschland gibt es ja auch sehr viele, eben was ich vorhin meinte, sehr viele Großkonzerne und Mittelständler, die aus einer völlig andere Kultur haben, die völlig anders arbeiten als Startups. Und aber die sind sehr offen, die sind auch viele jetzt eben bei uns Member und natürlich arbeiten die anders, natürlich denken die anders, aber genau darin entsteht auch, glaube ich, was Neues. Und das wollen wir in den nächsten Jahren auch weiter ausbauen. Und soweit. Von mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir zugehört habt. Und wenn ihr mal in Berlin seid, ihr seid herzlich willkommen. Kommt mal vorbei. Und wenn es noch ein, zwei Fragen gibt, ich beantworte sie sehr gern. Hallo. Hallo. Danke für den Vortrag, es war sehr, sehr spannend. Ich habe eine Frage, wählt ihr die Startups aus? Also bewertet sie die, bevor die Member werden? Und was für Kosten hat so ein Member? Ja, wir wählen die Startups aus, also pro Monat bewerben sich 250 und wir nehmen ungefähr 60% auf. Und die Startups, die zahlen pro Monat und pro Person für alles, also da kann man dort arbeiten, zu allen Events, man ist Teil des Netzwerks, bekommt den Zugang zu den Investoren, zahlen die 50 Euro. Also es ist hoch subventioniert und das ist auch bewusst, also wir refinanzieren das über die Corporates, über die Deutsche Banken, Googles, Schaefflers, Nürnberger Versicherungen dieser Welt, die eben auch Member sind, die zahlen in der Regel das 10-fache. Aber das Startup-Produkt wollten wir ganz bewusst so günstig machen, weil haben viele der Startups und auch der jungen Gründer, die auch teilweise gerade frisch aus der Universität kommen, nicht viel Geld. Und B bringt uns das in die Position, dass sich extrem viele bewerben und sich mehr bewerben und wir dann sozusagen aus dem großen Bewerberpool die Besten auswählen können. Ich wollte fragen, du kennst ja jetzt schon viele Start-ups oder Gründer und was du meinst, was für ein Gründer
notwendig ist, beziehungsweise was der braucht, damit er dann auch wirklich erfolgreich sein kann und wird. Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten vor einem Dreivierteljahr den David Cohn bei uns. Das ist der Gründer von Techstars. Und Techstars hat, wurde gegründet in Boulder, in Colorado, so ein ganz kleines Dorf. Also da war nie irgendwas. Das war also zumindest keine Startups. Da waren sehr schöne Berge und wunderschöne Landschaft, aber da gab es nie Startups. Und in Boulder hat sich aber wirklich so in den letzten Jahrzehnten oder Jahren die Startup-Community auch mit neben Silicon Valley in Amerika entwickelt. Und der war bei uns und der Moderator, der hat ihn gefragt, ja, wie hat denn das Boulder geschafft, dass so ein kleines Dorf auf einmal irgendwie die Innovationsstadt in Amerika ist. Und der meinte, und wie investierst du in Startups? Weil er hat jetzt ungefähr so 800 Startup-Beteiligungen. Er war auch einer der frühen Investoren bei Uber zum Beispiel. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich für ihn sechs wichtige Kriterien. Und er meinte, es ist Team, Produkt und Marketing. Und er meinte, das steht und fällt eigentlich einzig und allein mit dem Team. Die Idee ist völlig irrelevant, weil du kannst heute was gründen, aber das richtige Team wird es schaffen, den Weg zu finden. Also du kannst, vielleicht fängst du mit einem Buch für Hundeerziehung an oder mit einer App für Hundeerziehung, aber landest dann mal was komplett anderem, weil du auf dem Weg dahin gemeinsam mit deinem Team merkst, dass ihr überhaupt nicht an einem Problem gearbeitet habt und ihr findet das Problem auf dem Weg und löst es dann. Und das, ehrlich gesagt, sehen wir auch bei uns in der Community, dass die Leute, die wirklich ein Problem lösen wollen und die Leute, die wirklich ein richtig diverses Gründerteam haben und sich jeden Tag aufs Neue challengen und hinterfragen, das sind teilweise auch wirklich die stärksten Gründer. Und was auch so ist, dass Startups, die 2 bis 3 Co-Founder haben, haben statistisch gesehen die 4-fach so hohe Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu werden. Und das liegt meiner Ansicht nach genau auch daran, an diesem Team, an der Diversität des Teams und an dieser Unterschiedlichkeit. Und ich kann das auf jeden Fall auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das mir immer extrem geholfen hat, als jemand, der aus einem ganz anderen Feld kam, mit einem Juristen und mit einem Marketingstudenten zusammen zu gründen, weil die komplett anders getickt haben und komplett anders waren. Und ich glaube, dass der Hauptpunkt ist wirklich das Team und natürlich dann auch die Durchhaltekraft, weil es auf jeden Fall so, damals, als wir unser erstes Startup gegründet haben und das hat dann nicht geklappt, das ist einfach eine beschissene Zeit, weil du weißt halt nicht, wie du irgendwie morgen deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Du weißt nicht, ob es das Büro in einem Monat noch gibt, weil irgendwie der Insolvenzverwalter die Stühle abgeholt hat. Und das ist einfach, durch diese Zeiten mussten aber sehr, sehr viele Firmen oder die Firmen, die durchhalten und die es schaffen, die werden meiner Ansicht nach dann auch erfolgreich. Vielleicht mit einem völlig anderen Produkt, aber sie hatten auf jeden Fall die richtigen Gründer. Hallo. Hi. Danke für den spannenden Vortrag. Meine Frage ist, wie bringt ihr eigentlich die Startups mit den potenziellen Investoren zusammen? Also sind das spezielle Events? Wie stellt ihr die einander vor? Mhm. Das machen wir einerseits ganz direkt, indem die Startups unsere Community Manager fragen, hey, wir suchen einen Investor, und dann fragt unser Community Manager die Startups natürlich genau aus, was für Investoren sucht ihr, in welcher Phase seid ihr gerade, in welcher Finanzierungsphase, braucht ihr einen Business Angel, braucht ihr einen erfahrenen VC, der schon die Erfahrung hat, und unterschiedliche Investoren investieren natürlich auch in unterschiedliche Bereiche. Und wie wir es sozusagen in der Factory machen, ist, wir haben so Factory Demo Days, indem wir halt zu verschiedenen Verticals, zum Beispiel eins IoT, das andere Fintech, das andere Software as a Service, sogenannte Demo Days veranstalten, wo sich die Startups aus der Community bewerben können, und die pitchen dann vor Investoren, und dann aber nicht nur vor Investoren, sondern auch vor den mittelständischen Firmen und den Corporates, weil auch immer mehr Corporates auch in Startups investieren in Deutschland, weil es liegt auch gerade bei den Family Office und bei den mittelständischen Firmen unfassbar viel Geld, aber die haben das in den letzten Jahren nicht in diese neuen Ideen gesteckt oder oft nicht. Natürlich, und das geht halt immer mehr los, und das machen wir sehr kuratiert über genau solche Veranstaltungen, wo man eben dann so Pitch-Events hat. Und
später, da sind wir leider noch nicht so weit, dann auch mit über die Software. Dass du dann halt auch über die in die Members-App reingehen kannst und sagen kannst, ich suche einen Investor in dem und dem Umfeld. Und dann schlägt dir die App automatisch vor, hey, es gibt in der Community die 3 bis 4 Investoren, die könnten für dich spannend sein. Und wir fragen mal die Investoren, ob sie Lust haben, sich mal deinen Pitch-Deck anzugucken und wann ihr euch mal treffen könnt. Also gibt verschiedene Wege und manchmal auch zufällig. Also wir haben, das muss man auch sagen, indem man einfach ein Haus hat voller Gründer und voller Leute, die alle in einer so kleinen Startup-Blase arbeiten, sind auch zufällige Begegnungen im Restaurant auch möglich. Aber darauf setzen wir nicht. Da hinten. Ja, eine ganz kurze Frage. Ah ja. Entschuldigung, das ist total verwirrend, ich muss das immer aussenden. Ja, eine ganz kurze Frage. Wie lange bleiben die Startups durchschnittlich in der Factory? Ich hoffe noch lange. Also wir haben ja das Produkt noch nicht, dieses neue Modell noch erst jetzt 1,5 Jahre. Und bis jetzt ist die Absprungrate nicht sonderlich hoch, weil wir auch versuchen, also viele Startups, die dann irgendwann mehr Fläche brauchen, das ist ja genau das, was wir nicht mehr machen. Die gehen dann eben zu WeWork, zu Mindspace, ins Beta-Haus, zu Ahoy. Da gibt es unfassbar viele Coworking-Anbieter in Berlin, mit denen wir eng zusammenarbeiten und dann auch Empfehlungen aussprechen. Und die bleiben aber Factory-Member genau wegen des Netzwerks, genau wegen der Events. Und wir versuchen schon auch für die Startups in den unterschiedlichsten Finanzierungsphasen, also von einem Hacker Bay als Beispiel ist ein Member bei uns, die haben sich erst vor 4 Monaten gegründet, bis hin zu einem Soundcloud, die riesig sind schon, eigentlich auch für die Startups jeweils in der Phase auch unterschiedliche Sachen anzubieten. Und im Idealfall immer. Natürlich ist es so, dass bei einer Firma wie Twitter oder Soundcloud, da sind dann nur aus der Firma 3 bis 4 Leute Member, aber nicht das ganze Team wie am Anfang bei den anderen Startups. Aber wir versuchen die schon, darum geht es auch genau, also die dann auch weiter zu halten. Und bis jetzt funktioniert das sehr gut. Eine Frage hätte ich zu dem Thema so ein Netzwerk von verschiedenen Factories. Ihr habt ja gesagt, ihr habt euch in Silicon Valley umgeschaut und so weiter. Gibt es da so Kooperationen mit verschiedenen Factories? Und wenn ja, auch, dass man vielleicht sagt, die einen haben sich auf den einen Bereich spezialisiert, ihr habt einen ähnlichen Fokus und dass man sich entsprechend austauscht und, sagen wir mal, von den Best and Worst Practice Cases entsprechend lernt. Mhm. Also zum Fokus so, dass wir gerade schon merken, also weil wir auch gerade den Mittelstand aus Deutschland auch mit einbeziehen wollen und das ist natürlich auch ein Fokus, wirklich das ganze Thema auch IoT, Manufacturing, aber auch, wenn man mehr auf der Corporate-Welt schaut, Fintech und Finsurance ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wo viele Versicherer und Banken gerade schauen, eben wie sie sich da eben weiterentwickeln können. Zu den weltweiten Netzwerken ist es so, dass wir da verschiedene Partnerschaften geschlossen haben. Wir haben eine mit Google for Entrepreneurs geschlossen. Google hat eine Gesellschaft gegründet, die heißt Google for Entrepreneurs und Google steckt da jedes Jahr viele, viele Millionen rein und die unterstützen weltweite Startup-Ökosysteme und die machen das über 2 Wege. Entweder Google baut irgendwo in der Stadt selbst einen Campus und in Berlin baut Google auch einen Campus und wir arbeiten mit denen auch schon seit 3 Jahren zusammen oder sie unterstützen sie finanziell über ihr Mentorennetzwerk. Also es gibt wahnsinnig viele so internationale Netzwerke. Wir haben uns aber auch entschieden, nur mit ein paar zusammenzuarbeiten, weil man kann so viele Partnerschaften parallel gar nicht richtig pflegen und deswegen haben wir uns für Texas entschieden, für Google for Entrepreneurs und wir wollen auch super gern, das haben wir noch nicht so richtig angefangen, perspektivisch auch mit Y Combinator mehr zusammen machen, weil die einfach in Amerika einen unfassbar beeindruckenden Job machen und da tolle Firmen herausgegangen sind und wir da auch eine ganze Menge noch lernen können, aber mit Google die Partnerschaft und die mit Texas, die ist wirklich richtig gut, weil die bringen regelmäßig Mentoren aus der ganzen Welt in die Factory, die sich mit unseren Leuten und mit unseren Startups zusammensetzen und denen halt echt hands-on total gut helfen können. Also das ist echt gut. Und Texas hat ja auch sowieso diesen Give-First-Approach, dass jeder, der bei Texas drin ist, einfach sich auch gegenseitig hilft, was ich vorhin mit diesem Alumni-Mindset meinte. Und da gucken wir auch, dass das halt so von der DNA und von der Kultur auch passt.
Hi. Zum Thema Kultur. Du hast vorher gesagt, ihr habt Gründer, Entrepreneurs und Startups. Das sind ja Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Wie geht ihr damit um? Wie schaut ihr, dass das ausgewogen bleibt? Meinst du auch auf die, also auch auf die Diversität bezogen, dass auch genügend? Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, können wir. Also natürlich ist es so, dass in der Tech-Welt nach wie vor wesentlich mehr Männer als Frauen arbeiten. Wesentlich mehr Männer gründen als Frauen. Aber meinst du das oder meinst Nein. du das nicht? Okay, dann habe ich falsch verstanden. Nein, das sind drei unterschiedliche Zugänge. Jeder braucht was Unterschiedliches. Mhm. Also der andere, da geht es um Support, die anderen brauchen Geld. Und hier in Österreich, finde ich, ist schon ein sehr, sehr starker Unterschied. Wir merken das auch in den Coworking Spaces. Mhm. Dass es wirklich kulturelle Unterschiede gibt. Ja. Wie geht ihr damit um, wenn du sagst, ihr schafft es wirklich alle drei in den Factories zu haben? Also indem wir einfach unterschiedliche Angebote machen und es sind einfach unterschiedliche Workshops, unterschiedliche Veranstaltungen, wo man auch auf jeder einzelnen, also auf einem Politik-Event sind völlig andere Leute als auf einem Workshop von Google for Entrepreneurs, der eher sehr für frühphasige Talents sind sozusagen, die erst gründen wollen und überlegen und wie macht man den ersten Schritt. Und dann haben wir aber auch Formate mit Techstars, die eher für Gründer sind, die vielleicht schon eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und sich jetzt eben darüber nachdenken, dieses Produkt weltweit zu skalieren. Und also indem wir einfach wirklich unterschiedliche Angebote machen. Und da machen wir das. Aber das machen wir auch nur, weil wir die Leute einfach fragen, was wollt ihr? Und die sagen uns, ja, wir wollen das und das. Und also und dann versuchen wir das irgendwie. Es klappt nicht alles, aber wir versuchen da dann trotzdem dann die Leute irgendwie oder die Events oder die Mentoren dann rechtzeitig in die Factory zu bekommen. Aber es ist nicht leicht, auf jeden Fall. Also es ist. Okay, dann bin ich. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.